Boah, ein richtiger Schub, Mann. Jetzt haben wir nur einen Kescher und müssen gucken, dass wir den da mit reinbekommen. Wieder ein Spiegler, ich fasse es nicht. Läuft, ich kann nichts machen. Ich glaube, das ist der schwerste Karpfen des Tages. Gleich ist auf jeden Fall die Zeit, wo man hier die Karpfen sehen könnte. Also die Lichtverhältnisse, die sind super dafür. Jetzt gegen wie viel Uhr haben wir es? 7.59 Uhr. Also, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier wieder bei uns auf dem Corum Germany YouTube Channel seid. Heute sind wir hier in den Niederlanden an einem alten, sehr alten, verwilderten Kanal. Den Kanal gibt es etwa seit 200 Jahren. Wir haben hier also einen sehr schönen Fischbestand, tolle Friedfische, große Friedfische können wir hier erwarten. Mal schauen, ob sich der ein oder andere heute auch blicken lässt. Also Brassen, Schleien und auch Karpfen, gerade Schuppenkarpfen können wir hier erwarten. Wir angeln heute mit dem Matted Feeder, mit kleinen Pop-Ups. Das ist hier in so einem verkrauteten, alten, verwilderten Kanal sehr effizient. Und ich bin gespannt, ob wir heute auch was vor die Linse bekommen. Also drückt die Daumen und viel Spaß hier beim Video. Bis später. So, wir wollen ja immer ein bisschen Futter bei die Fische bekommen. Und damit ich da sehr gut organisiert bin, habe ich hier Corums Compact Baitwaiter. Und das werde ich jetzt mal hier vorbereiten mit einem Bangstick, den ich hier dran schraube. So, und dann das Schöne, das ist ja relativ kompakt, ne? Passt also wunderbar hier in die Rutentasche. Einfach hier den Knopf öffnen und dann kann ich schon den Fächer öffnen. Und hier kommen dann meine unterschiedlichen Bait-Tubes rein. Und dann ist das Ganze auch schon ready, um befüllt zu werden mit Mais, Hanf, Grundfutter und hier so ein paar Accessoires wie Ködernadeln oder Scheren, wie auch immer. Also da ist man dann natürlich flexibel. Und ist hier auf jeden Fall dann gut organisiert am Angelplatz. Ja, um auch den Bangstick vernünftig in den Boden zu bekommen, haben wir hier eine mit so einer Schraube oder mit einem Schraubenkopf unten. Und natürlich, damit ich mir nicht einen Ast abdrehe, haben wir ja auch so eine Hilfestellung. Die können wir hier oben drauf packen zum Reinschrauben in den Boden. Und das machen wir jetzt mal. Da war der erste Biss. War ein kleiner Fisch, vermutlich eine kleine Schleie oder vielleicht sogar eine große Rotfeder. Man weiß es nicht. Aber das Gute ist, Fischkontakt, also muss die Rute wieder schnell raus. Bis gleich. Ja, da vorne am gegenüberliegenden Ufer habe ich harten Grund gefunden. Da kam auch gerade der erste Biss und da wird die Rute jetzt natürlich wieder platziert. Also Feuer frei. Ja, nach jedem Biss auch immer zwei, drei Katapulte füttern. Also hier 6 mm Grillpellets in dem Fall. Katapult voll machen. Und raus damit. Ein Katapult. Maiskörner auf jeden Fall. Maiskörner sind schön gelb, ne? Bedeutet, die heben sich natürlich von dem braunen Untergrund ab. Also ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, auch ganz wichtig. So, und das war's auch schon. Mal schauen, ob der nächste Biss lange oder nicht lange auf sich warten lässt. So, gerade die erste Brasse hier im Kescher und schon läuft die andere Rute ab. Ganz klassisch, wenn einmal Fisch am Platz ist,
dann kann es schon mal richtig schnell gehen. Ja, jetzt haben wir innerhalb von 3 Minuten 2 Brassen gefangen. Erst die rechte Rute lief ab, Brasse Nummer 1 schnell abgehakt, im Kescher gelassen, den Fisch ausgeworfen. Und dann, bevor ich die erste Brasse mir mal richtig anschauen konnte im Kescher, lief auch schon die linke Rute ab. Also habe ich gerade hier 2 Brassen im Kescher. Ja, und die zeigen wir euch jetzt einmal kurz. Bis gleich. Ja, jetzt hatten wir eine halbe Stunde nichts, aber jetzt scheint mir hier was anderes als eine Brasse eingestiegen zu sein. Ich vermute, es ist eine Schleie. Wir werden mal schauen. So, da vorne ist der Kescher. Nee, es ist ein Karpfen, ein Spiegler. Boah! Ja, jetzt bekommt man natürlich weiche Knie, wenn man so einen Kanalfisch hier hat. Und dann an der feinen Omega-Rute. Das war der Fisch, den du wahrscheinlich eben gesehen hast, ne? Yes, da ist er doch drin. Mein erster Kanalspiegler aus den Niederlanden. Wahnsinn. Ein richtig schöner Fisch. Boah, der dürfte ein paar Kilo haben. Sauber in der Unterlippe gehakt. So soll es sein. Da ist er. Mein erster Spiegler aus dem NL-Kanal. Wahnsinn. Ja, nun der nächste Biss. Und hier hat sich wieder eine Brasse am Pop-up vergriffen. Sehr schön. So, austeleskopieren den Kescher. Jawohl. Brasse Nummer 3, sehr gut. In Holland we say, ich bin super blei, ne? Klasse, Brasse Nummer 3. Wunderbar. Echt schöne Brassen hier am Kanal. Ja, kommen wir nun zur Montage. Wenn ich hier große Friedfische angeln will, dann angel ich grundsätzlich mit Festbleimontagen. Festbleimontagen aber als Matted Feeder. Deswegen suche ich mir dann immer die schwersten Versionen von Matted Feedern aus. Entweder hier den Camo Matted Feeder, 50 Gramm Version, oder unser All-Time-Favorite, der gute alte Dura Matted Feeder in der 60 Gramm Version, ist so meine Nummer 1 beim gezielten Großbrassen, Großschlein oder halt auch Karpfenangeln an solchen Gewässern wie hier. Festblei ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Warum? Weil ich verwende die Semi-Fix Beads. Die Semi-Fix Beads sorgen dafür, dass im Drill sich der Wirbel, der hier in diesem Fropfen, nenne ich es mal, sich befindet, lösen kann, sodass wir dann im Drill nicht mehr den Matted Feeder als Kontergewicht haben, sodass unser Fisch im Worst Case ausschlitzen könnte, sondern der Fropf geht raus, dann haben wir kein Festblei mehr, sondern das Blei läuft frei auf der Schnur wie eine Freilaufmontage und dann ist so diese Hebelwirkung nicht mehr gegeben und wir können den Fisch sicher drillen und sicher landen. Was kommt in den Fropf rein? Hier haben wir einen kleinen Wirbel und dann halt ein Vorfach, Wechsler nenne ich es mal, wo der Wirbel dran befestigt ist. Da dran kommt unser Quickstop Hair Rig, die Big Fish Vorfächer in 4 Inch, 10 cm Länge. Kurze Vorfächer sind hier zentral wichtig, weil wenn der Fisch den Köder, den Pop-Up aufnimmt, muss er nur kurz seinen Kopf in eine Richtung bewegen und schon beim Ausboosten des Köders sitzt der Haken schon im Maul und wir haben hier im besten Fall einen guten Biss, den wir über unseren Bissanzeiger hören oder über
den Zwinger wahrnehmen, der sich bewegt. Wie befestigen wir das Ganze an dem System? Natürlich brauchen wir hier dann auch ja, so ein Camo-Sleeve nehmen wir. Das kürzt sich etwas, das ist eigentlich ein Stück länger. Aber da wir hier mit einem extrem kurzen Vorfach angeln, nehme ich hier etwa 2 cm weg. Und dann ist es auch super passend für unser Matted Feeder-System. 2-3 cm über dem Haken mache ich einen Quetschblei, damit der Pop-Up eben, den ich hier am Haar anbiete, etwa 3, 4 oder 5 cm über dem Grund schwebt. Welche Pop-Ups nehmen wir hier? Bevorzugt farbenfrohe Pop-Ups, gelb, orange, rot, weiße Pop-Ups oder sogar Kombifarben sind hier meine erste Wahl. Fruchtige Aromen sind es im Durchschnitt, die ich nehme, also Ananas, hier Himbeere oder auch Schokolade, Orange, wunderbar, ideal und gut. Okay, vielleicht noch als Hinweis, wenn ihr hier diese Quickstop Hair Rigs habt, da haben wir hier häufig ein sehr langes Haar und das ist natürlich für so 10, 12, 15 mm Pop-Ups etwas zu lang für meinen Geschmack. Ich mag es nicht, wenn zwischen dem Haken und dem Köder viel Platz ist. Also da soll vielleicht ja noch 2, 3 mm Luft zwischen sein und dann soll schon der Pop-Up kommen. Was können wir machen? Wir können mit der speziellen Quickstop-Needle, die wir hier hinten in den Quickstop einführen und dann, der läuft ja spießartig zu, der Boilie-Stopper, der hier fest integriert ist in dem Haar. Wunderbar, dann verlieren wir kein Plastik im Gewässer. Hinten rein, Quickstop, stechen wir den Quickstop durch den Köder. Und dann, wenn das Vorfach oder das Haar zu lang ist, können wir den Quickstop nehmen und noch seitlich in den Pop-Up einstechen und dort quasi verstecken im Boilie selber. Und dabei wird natürlich weiteres Haarmaterial durch den Boilie gezogen, sodass das Haar immer kürzer wird, so tief wir diesen Stopper dann auch im Boilie, in den Boilie, in den Pop-Up hineindrücken. Also so können wir dann auch selber bestimmen, wie viel Platz ist zwischen dem Boilie, also dem Pop-Up und dem Haken letztendlich. Also das ist ein super Tipp für unsere Quickstop Hair Rigs, die einfach ja unfassbar stabil sind. Hier ist der Allrounder Haken drauf, der hält einiges aus und hier die Hakengröße 10, 12 Pfund, 0,28er Mono. Da habe ich kürzlich noch einen 17 Kilo Karpfen mitgefangen. Also die halten wirklich sehr, sehr viel aus und dementsprechend ja, habe ich hier enormes Vertrauen drin und kann nur jedem empfehlen, beim Matted Feeder Angeln auf große Zypriniden diese Vorfächer mal auszuprobieren. Ja, da ist mir jetzt gerade noch mal ein Karpfen eingestiegen. Durch das Krautfeld hier. Ich merke die ganze Zeit, wie sich Kraut löst. Wieder ein Spiegler, ich fasse es nicht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Das ist Kanalangeln, verdammt. So. Boah, es hat da eine schöne, hat da ein schönes Schuppenbild. Ja, Matted Feeder Angeln funktioniert wunderbar, auch gezielt auf Karpfen. Man muss nicht immer das klassische Karpfen-Rig verwenden, sondern schwere Matted Feeder Körbe, die dann auch als Festblei genutzt werden können. Kurze Vorfächer, kleine Pop-Ups. Mega. Einfach mega. Die Karpfen sind jetzt halt aktiv, ne? Die holen wir uns. Die holen wir uns. So, dann gucken wir mal. Yes! Matted Feedern vom Feinsten heute. Unfassbar. Mein zweiter Spiegelkarpfen jemals aus so einem ja, verwilderten Kanal. Und der ist wirklich hübsch. Den schauen wir uns jetzt auch einmal an. Bis gleich. Läuft? Ich kann nichts machen. Boah, der ist sportlich hoch 10. Ja, der Fisch macht richtig Druck. Der kommt immer mal wieder ein Stück aus dem Kraut raus. Ich glaube, das ist der schwerste Karpfen des Tages. Fühlt sich zumindest aktuell so an. Bis 17 Kilo hatte ich hier schon. Ich weiß auch, dass es Fische mit der 2 vorne hier gibt. Deswegen bin ich extrem nervös.
Boah, ein richtiger Schubmann. Ein richtiger Schubmann. Jetzt haben wir nur einen Kescher und müssen gucken, dass wir den da mit reinbekommen. Ich fasse es nicht. Wahnsinn. Das ist mein größter Karpfen ever. Easy, ein PB. Unfassbar. Auch noch so ein schöner Zeiler hier. Oder fast Zeiler, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ein bildschöner Kanalfisch. Wahnsinn. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir beenden das Video hiermit. Ihr habt gesehen, Matted Feeder auf große Friedfische. War ja schon untertrieben. Wir haben 3 Karpfen gefangen. Und hier gerade der Schuppenkarpfen aus diesem Kanal mit 18,5 Kilo ist auch noch mein PB. Also Matted Feeder für große Fische, das steht außer Frage. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr am Wasser seid. Viel Spaß, Petri Heil und ciao.